Die Jahnturnhalle in Vöcklabruck ist an diesem Abend eine einzige Showbühne für die Musicaldarsteller des Allgemeinen Turnvereins. Denn diesmal steht das Schauturnen ganz im Zeichen weltberühmter Broadway-Musical. Musical ist einfach schon alleine von der Musik her ein wunderbares Thema und man kann einfach so viele Sachen dazu machen und ja, Turnen, Tanzen, was gibt's Schöneres? 260 Musical-Darsteller, Top-Solisten und Tänzer stehen heute auf der Bühne und zeigen ihr Bestes und sind mit Spaß und Begeisterung dabei. Auch das Musical Cats steht am Programm. Süß sind sie, die kleinen Kätzchen. Wir werden heute Balkenturnen, Rückwärtsrollen machen, krabbeln und wir werden hin und her hüpfen, ja, und auf die Bank, Langbank gehen. Ich bin die Emma, ich bin eine Katze und ich bin eine Langhaarkatze. Wie machen denn Katzen? Ja, ich kann es erzählen. So. Was machen die für ein Geräusch? Sabine Kirchgatterer ist nicht nur ordentlich durchtrainiert, sondern auch ein echtes Bewegungstalent. Ich habe mir das Musical Wicked ausgewählt mit die Hexen von OC, mit der guten und mit der bösen Hexe und ich verkörpere die gute Hexe. Ich zeige euch heute auf der Bühne eine turnakrobatische Vorführung mit vielen Kraftelementen und turnerischen Elementen. Die Kinder vom Allgemeinen Turnverein sind geübt im Umgang mit den Medien und haben keine Scheu vor der Kamera. Man hat schon Herzrasen, wenn man so hinter der Bühne steht, wenn die ganzen Scheinwerfer auf uns sind, wenn alle am angucken und dann, wenn auch noch jeder einem zujubeln tut. Das ist einfach, es ist ein Gefühl, das was man nie wieder vergisst. Daniela Schneeweiß will an diesem Abend hoch hinaus. Man nennt die Sportart Aerial Silken und es ist ein Vertikaltuchtraining und da gibt es halt verschiedene Fälle und Figuren, die man machen kann. Es geht am Anfang eigentlich relativ schnell, dass man mal eine Figur zusammenbringt, nur für die schwierigen Fälle braucht man schon viel Übung und auch einfach die Routine. Einer der Musical-Höhepunkte ist Frozen mit Königin Elsa, ihrer Schwester Anna und Schneemann Olaf. In Szene gesetzt wird der Dauerbrenner bei den Mädchen von der Leistungsriege. Es gefällt mir voll, dass die Kinder einfach einmal alle anderen Verwandten und Eltern zeigen können, was wir das ganze Jahr lang trainieren. Und ja, ich hoffe, dass sie ihnen zeigen können, wie viel Spaß das ihnen macht. Beim großen Finale werden noch einmal alle vor den Vorhang geholt und bekommen für ihre tolle Show jede Menge Applaus.